Wie das üblich ist bei Let's Challenge Buschi, es gibt die Rubrik Fanfragen. Und dieser Rubrik und diesen Fragen müssen sich alle Athletinnen und Athleten aus dem Zürich Sports Team stellen. Das ist, bei dir machen wir da keine Ausnahme. So, pass auf, hier. Marcebel schreibt, ist es ein Thema Osten gegen den Westen im Bobsport? Man sieht bei Olympia immer das bayerische und das thüringische Haus. Ist da eine besondere, spezielle Rivalität? Rivalität auf jeden Fall, weil das sind innerdeutsch unsere größten, Konkurrenten. Mhm. Natürlich so, dass wir ein eigenes Lager sind hier unten am Stützpunkt Königssee und dann ist mal ganz weit weg oben in Sachsen und Thüringen sind die anderen. Oberhof, Altenberg. Genau, mhm. Das sind so unsere Gegner, unsere größten Konkurrenten und es ist natürlich immer so ein bisschen Rivalität und vor allem werden wir unsere Geheimnisse, was wir hier unten entwickeln, oben den nicht weitergeben und genauso ist andersrum. Ja, dann geht es dann um Hundertstel, Tausendstel. So, was haben wir hier? Tiramisu, wer auch immer sich dahinter verbirgt. Frage an Johannes Lochner. Bob ist ja durchaus ein populärer Sport in Deutschland. Zumindest sind die Deutschen sehr erfolgreich darin. Ist es da nicht umso frustrierender, dass man eigentlich nicht wirklich davon leben kann, obwohl man haufenweise Medaillen heimgebracht hat? Also ich glaube, das kannst du an einer Hand abzählen von den Wintersportlern, die wirklich gut davon leben können. Ich bin ja nicht Bobfahrer geworden, dass ich mir Geld verdiene, sondern ich bin Bobfahrer geworden, weil ich es einfach geil finde, da runterzufahren. Und bei mir war das immer neben dem Studium ein Hobby. Jetzt war ich mit dem Bachelor fertig, dann habe ich gedacht, okay, ich bin ganz gut da drin, jetzt mache ich es weiter, solange es geht. Und ich habe einen Job danach und da kann ich mehr Geld verdienen. Und ich fahre jetzt so lange Bob, solange ich vorher mitfahren kann und solange es mir Spaß macht. Ja, da geht ohne Sponsoren nichts. Das finde ich ganz spannend jetzt hier. Hier interessiert jemanden, nach welchen Kriterien eine Bobmannschaft besonders im Vierer zusammengestellt wird. Und wer hat da am Ende die Entscheidungshoheit? Der Pilot? Der Bundestrainer? Erstmal, was sind die Kriterien, wonach ihr aussucht? Also gibt es eigentlich ganz einfache Kriterien von, es muss passen, die Menschlichkeit und die Athletik. Und dann sollt irgendwie, schaust dann noch, okay, wie passt es vom Gewicht? Also wir haben im Vierer 4x105 Kilo. Heißt, wenn einer ein bisschen leichter ist, kann der andere ein bisschen schwerer sein. Aber dann ist irgendwann das Reglement, schiebt uns eine Riegel vor, schwerer dürfen wir nicht sein. Von daher, ich kann jetzt nicht mit drei Leuten fahren, die 120 Kilo wiegen, dann geht's nicht. Frage an Johannes Lochner. Würdest du in einem Zweierbob anschieben, wenn Buschi ihn am Königssee runterpilotieren würde? Also Beppo, das würde ich nicht empfehlen. Sag die Wahrheit. Auf gar keinen Fall. Wahrscheinlich würde ich es machen, wenn ich mein Karriereende sag und ich würde dir selber drei Tage lang erklären, wie du runterfahren musst. Und wenn du jetzt im Schlaf kannst, wenn ich um 12 in der Nacht weg und du mir sagen kannst, in der Kurve so und so lenken, dann vielleicht. Aber sonst, ne. Also ich bin ja nicht bescheuert. Ich will jetzt nicht wie Schweinchen schlau daherreden, Leute, aber ich bin ja zweimal heute die Bahn runtergefahren und einmal wirklich direkt hinter ihm gesessen. Also ich habe gar nicht mitgekriegt, was du da an den Lenkseilen gemacht hast. Aber ich habe zwischendurch immer so kurze Gedanken gehabt, so, was passiert jetzt eigentlich, wenn er einen Fehler macht? Und ich bin mir sicher, ich würde einen Fehler machen. Das kann man nicht als Blinder da einfach mal eben machen, das geht nicht. Ja? Hilde Gerg haben wir hier übrigens heute auch getroffen, meine lieben Freunde. Ja? Hilde Gerg war heute auch hier, die ist aber nicht Bob gefahren. Ja, soweit die Fanfragen hier bei Let's Challenge Buschi. Johannes, es war mir ein großes Vergnügen und den Rücken. Den kriegen wir hin. Gehst du ein bisschen zum Physio? Ja, Pferdesalbe, ne? Pferdesalbe ist auch gut. Ja, geh zum Physio. Tschüss.